Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Und ich habe hier Adventskalender, eine ganze Liste voll Adventskalender, nur für euch da draußen. Sie sind zum Teil ganz exklusiv, ganz neu, noch niemand. Also von den Leuten, denen ich folge, hat darüber berichtet. Ich habe aber welche auch, wie diesen hier neben mir. Den habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich möchte es aber vollständiger halber hier doch mit erwähnen. Einfach, dass wir sie alle haben. Genau. Also, wie gesagt, der erste. Ich muss mal das mir hier ein bisschen verschieben. So. Okay, ich schieb's mir hier hin. Genau. Also, wir haben den Baldinia Achtsamkeits-Adventskalender. Und ich muss dazu sagen, ich hoffe, dass noch der ganz normale Baldini Adventskalender kommt. Weil das hier ist nicht der, der die Jahre zuvor waren oder letztes Jahr. Das war ein ganz anderer. Weil dieses Jahr für 59 Euro haben wir 4 Aromatherapie-Produkte in Originalgröße, 24 Karten mit Übung für jeden Tag, 3 Audiodateien zur Entspannung und 2 Live-Seminare zum Thema Achtsamkeit inklusive Aufzeichnung. Leute, das, ich wette mit euch, das wird nicht der entscheidende, der abschließende Adventskalender von Baldini sein. Da bin ich mir sowas von sicher. Ich gehe davon aus, dass sie diesmal 2 haben, einfach für Leute, die wirklich diese Sache alles so total mögen und dieses Thema Achtsamkeit. Da ist der wahrscheinlich ganz gut geeignet, aber so sonst zum Thema würde ich sagen, nee, das ist definitiv eher ein anderer. Also ich wette, dass da noch einer kommt. Glaubt mir. Und wenn ich falsch liege, dann hat bei Tau Asus bei Dini definitiv missgebaut. Aber bevor wir das definitiv so sagen können, ruhigen wir uns erstmal und warten noch ein bisschen auf Achtsamkeit. Der nächste Kalender. Genau, Moment, ich habe hier ein Fenster und ich hoffe, dass das Fenster weggeht. Oh, es geht auch so. Es ist ja eigentlich nur wichtig, dass ich euch die Sachen reintue. Okay. Hatte ich vorhin auch schon. Und zwar weiß ich ja, dass viele gerne mal so andere Kalender mögen. Unter Thema andere Kalender sehe ich zum Beispiel vor allem, weil hier jetzt das nicht richtig lädt, sehe ich vor allem hier die Action-Adventskalender und meine Meinung zu den Action-Adventskalendern ist sehr schlicht gewesen. Deswegen habe ich aber gedacht, weil andere die ja gut fanden, packe ich euch doch hier den hier mal mit rein. Den gibt es zum Beispiel bei Amazon zu kaufen. Beispiel, ich sage mit extra, mit Absicht zum Beispiel, weil es gibt die auch noch woanders zu kaufen. Nervt jetzt ein bisschen mit dem Fenster, aber ja, gut. Ein Hautpflege-Adventskalender. Es steht tatsächlich aber nicht genau drin, genau drin ist. Ich glaube, das entnehmen wir dem Bild. Das, was ich jetzt hier habe, ist der günstigste Preis mit Versandkosten. Es gibt da aber auch noch bei denen, also noch andere, ne? Und auch Rabattcoupons. Ja, also wie gesagt, Serum, Seren, muss man mal so zu sagen, Retinolcremes. Ich packe sie euch rein, schaut es euch an. Okay, genau, ich muss dann nur nachher mir die Links dann alle nochmal raussuchen für das Video. Okay. Oder, ich habe eine bessere Idee, ich mache mir das jetzt mal auf. Genau, dass ich dann die praktisch gleich dann nochmal speichern, mir die Links. Brauche ich die nachher nicht speichern.
Bin ein bisschen noch durch den Wind. Ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen viel Stress um die Ohren, weil meine Mutter, die zieht jetzt bald um, beziehungsweise sie nimmt eine Arbeit auf und genau, dann zieht sie um und sie kommt dann zu uns hier nach Leipzig. Und da ist es halt wichtig, dass ich ihr da ein bisschen helfe, ne, wie man es halt so als Tochter tut. Und deswegen, ja, hatte ich jetzt ein bisschen viel Trouble und ich glaube, man sieht es auch mein Gesicht sehr an. Es braucht definitiv erstmal wieder ein bisschen Ruhe, weniger Stress und ja, dann bin ich auch wieder voll einsatzfähig. So, der nächste, der in diese Richtung von, was ich sagte, hier mit den Action-Adventskalender geht, das ist jetzt praktisch hier so einer, wo halt so ein Mischmasch an Make-up ist, also diesmal keine Pflege, sondern diesmal Make-up und halt Accessoires, genau. Der nächste, das ist, genau, den hatte ich ja gerade eigentlich schon, genau. Der sieht jetzt anders aus, seht ihr? Genau, deswegen habe ich den nochmal reingetan. Da haben wir jetzt auch zwar diese Retinol-Kollagen-Komplex-Creme, aber hier ist dann noch ein Augenstick, auch nochmal Serien drin. Ist ein bisschen anders aufgebaut. Wie gesagt, ich packe euch beide Links rein, damit wir es dann einfach vollständiger halber haben. Und dann könnt ihr euch ja das mal anschauen, ob das was für euch wäre. Gut, hier. Weiter geht's nun mit so spezielleren Adventskalendern. Und zwar haben wir, das ist hier mein Täuferschutz-Button davor, von Barbour Adventskalender natürlich. UVP-Preis 125,08 Euro. Ist zu erhalten für 84,90 Euro. Barbour ist sehr teuer. Ich glaube, das wissen wir alle. Was haben wir drin? Wir haben natürlich nur die Ampullen enthalten, ne? Keine weitere Pflege. Wenn man jetzt hier einkauft für ein bisschen mehr, bekommt man sogar noch ein Geschenk. Das ist aber jedem, ja, wie gesagt, selber überlassen. Der Kalender kommt voraussichtlich dann ab dem 10.10. Vielleicht ist er auch bei anderen Händlern dann eher zu erhalten, ne? Und auf jeden Fall haben wir hier ein sehr schönes Motiv. Also ich finde ja die Kalender von der Gestaltung her immer sehr schön von Barbour, aber der Preis, also das muss ich schon sagen, das ist mir definitiv zu teuer. Dann habe ich als nächstes bei Thema teuer und zwar den Avant Adventskalender und das ist jetzt hier bei mir die englische Seite. Es gibt davon auch die deutsche Seite. Ich glaube, für die meisten macht das keinen Unterschied. Die, die den kaufen, die wissen auch die deutsche Seite. Aber Thema vollständiger Halber habe ich ihn dazu getan. Das Design ist diesmal nicht die Sternzeichen, sondern wir haben diesmal auch Thema in die Richtung Sternzeichen, aber es ist mehr die Sonne-Mond-Thematik, zusätzlich halt noch mit Glücksklee. Und man sieht natürlich auch schon, welche Produkte enthalten sind. Wie gesagt, das muss am Ende tatsächlich jeder für sich wissen, ob das ein Kalender für einen wäre. Wie gesagt, ich mag die Produkte von genau, ich mag die Produkte schon, aber im Sinne der Glossybox oder in diesem ganzen Adventskalender mit drinne sind, gut, sag ich gerne. Aber selber kaufen, nein. Auch es gibt so viele Sales auch immer, wo man so günstigere Adventskalender oder Avant-Produkte bekommt und mir trotzdem zu teuer. Das ist es mir nicht wert. Sag, wie es ist. Das ist es mir nicht wert. Obwohl die Produkte, finde ich, sehr gut sind. Aber für mich ist es definitiv zu teuer. Gut, hier. Dann haben wir einen Kalender, der auch sehr teuer ist. Der ist sogar teurer als der andere.
Der P. Louis, ich hatte geschaut, den hatte ich auch letztes Jahr euch gezeigt. Wir haben hier noch mit, wenn du, wenn man irgendwie Abonnent ist, ne? Eine Pre-PA-Box. Genau, und wir haben jetzt aber hier nicht stehen, was enthalten ist. Ich dachte, ja, öffnet das. Sieht jetzt gerade nicht so aus, als ob er mir das Fenster hier öffnet. Die Firma sagt mir sonst eigentlich nichts. Das heißt, kann euch auch nichts zu den Produkten sagen. Das Einzige, was ich aber sagen kann, ist, dass es Unboxings zu diesen, also ein Unboxing zu diesem Adventskalender von letzten Jahr gab. Also 2023, ein Unboxing gibt es da zu finden. Wer also wissen will, was sich da so drinne befindet oder befunden hat, der kann ja dann da mal schauen vom letzten Jahr. Würde ich jetzt sagen. Wie gesagt, für mich ist es nichts, der ist mir auch definitiv zu teuer. Weiter geht es mit Charlotte Tilbury. Ja, wir sind wieder bei dem Thema, es ist mir zu teuer und definitiv ist es mir wieder hier zu teuer. Man kann sich jetzt hier auf die Warteliste setzen. Letztes Jahr weiß ich, bei den Unboxings gab es so einige missglückte Adventskalender, wo dann in einfach nichts enthalten war oder bei einer war auch von den ein Produkt, es war einfach in zwei Kästchen doppelt so hinterlegt. Dafür hat ein anderes Produkt gefehlt und das finde ich bei solcher Luxusmarken finde ich nicht gut. Ja. Was ich aber sagen kann, sehr schön. Ein sehr schön gestalteter Adventskalender, wo ich mich aber immer frage, wo soll ich das hier in meinem kleinen Zimmer noch hinstellen? Oh. Aber ein sehr schöner, ne? Ein schöner Adventskalender, der leider aber auch sehr teuer ist. Cool, dann geht es weiter mit Essen. Und zwar, ich folge ihr auf Instagram, die zeigt da richtig tolle Kuchen und Torten so. Und auch einige Influencer oder YouTuber, Leute auf Twitch und so weiter folgen ihr. Und die hat echt tolle Kuchen und Torten. Und laut der Aussage von ihr einigen war der auch schon richtig lecker. Also ja. Wir haben hier Kuchen im Glas-Adventskalender, das heißt, solche kleinen Kuchen. Wie groß die sind, kann ich euch jetzt wahrscheinlich aber nicht sagen. Denk in die Größe, so wie es hier deklariert ist, beziehungsweise wahrscheinlich die Hälfte davon. Schaut da einfach auf der Webseite mal vorbei. Es steht drin, was so an Allergenen enthalten ist, ne? Die klassische Variante. Oder man sagt, man möchte den dann mit Alkohol haben, ne? Also beide sind ohne Alkohol, so wie ich sehe. Okay. Gibt eine klassische Variante und eine vegane. Aber beide sind ohne Alkohol. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig für einige zu wissen. Ob sich denn sowas auch wieder lohnt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe dazu keine Auskunft, wie die Kuchen schmecken, ob die toll sind und pipapo. Ich folge ihr nur auf Instagram und habe gesehen, dass sie halt ihre Adventskalender hier anbietet. So, dann haben wir auch was, also jetzt haben wir was für Erwachsene. Und zwar der Gin-Adventskalender, Böser Kater. Ich finde ja die Bezeichnung so toll, der Name von der Firma hier, Böser Kater. Es ist natürlich schon eher was für Liebhaber. Wenn es um mich geht, fände ich für mich einen Bier-Adventskalender oder hier so einen Wein-Adventskalender ganz gut. Und ich hatte mal so einen Met-Adventskalender. Der war toll. Gin würde ich jetzt.
Also ihr könnt dann da auch, wie es hier steht, leckere Cocktailrezepte dann ausprobieren. Ne? Streng limitiert, 109,90 €. Und es gibt sogar dann noch so Sammelpunkte, die man hier in der Firma sammeln kann. Joa, das ist ja krass, limitiert. 1500 Stück weltweit und es sind noch 243 vorrätig. Das ist dann natürlich auch nicht mehr viel, ne? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass da ein Kalender dann doch so schnell weggeht. Auf jeden Fall ist er auch noch versandkostenfrei. Wer Gin mag oder jemanden kennt, der Gin mag, aber da ist dieser Kalender bestimmt auch gut geeignet. Nun kommen wir wieder zu Adventskalender, die ihr bestimmt bei anderen gesehen habt. Und zwar von Trend News. Genau. Da gibt es aktuell, also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Angebot geht, aber aktuell gibt es da die 3 für 2 Aktion. Das heißt, ihr kauft zum Beispiel, also das ist jetzt ein Beispiel, es gibt dann noch andere Beispiele. Den Candy, also den Süßigkeiten-Adventskalender und den Classic und bekommt den Wellness-Adventskalender praktisch gratis dazu und zahlt also 109,97 € ab, wenn ihr Abonnent seid. Wenn ihr keine Brand News habt, zahlt ihr 117,97 €. Und der Classic-Adventskalender kann Alkohol enthalten und die werden ab Ende September bis Mitte November versendet und zwar einzeln. Das heißt, ihr bekommt nicht das Paket von allen drei Adventskalender auf einmal, sondern einen, ne? Vielleicht auch als Bundle, das würde auch gehen, zwei und dann ein oder ne? Ich gebe noch zwei andere Angebote. Entweder ihr kauft den Candy und den Classic und bekommt den Family gratis oder ihr kauft den Family, den Wellness und bekommt den Classic gratis. Je nachdem, was ihr da mögt. Oder aber die einzelnen, da gibt es momentan auch Angebote, wenn ihr Abonnent seid, zahlt ihr zum Beispiel für den Classic dann nur 38,99 €. Wichtig ist zu sagen, dass wir bei allen Adventskalendern 26 Türchen haben. Jo, das soweit dazu. Ich packe es euch wie gesagt rein. Ob da noch mal Angebote kommen, wie jetzt zum Beispiel zu Black Friday oder Vorweihnachtszeit. Manchmal, wie gesagt, werden ja noch mal so Angebote gemacht. Kann also sein, dass ihr, wenn ihr jetzt kauft, euch vielleicht ärgert, weil es die dann noch mal günstiger gibt. Muss nicht so kommen, kann so kommen. Das wäre Brand News. Weiter geht es mit den von Mai Müsli Versand ab Oktober. Wir haben hier drei Varianten. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr noch zwei weitere. Also zumindest noch so mit Tee. Diesmal haben wir den Müsli, den Porridge und den Deluxe Adventskalender. Und wenn man jetzt frühzeitig kauft, spart man sogar noch mal was, als wenn dann später gekauft wird. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Deluxe drauf. Ich habe das ja jetzt mir. Moment. Ich gehe noch mal zurück. Ich will das noch mehr hier speichern. So, dann gehen wir noch mal auf den Deluxe drauf. So, also wie gesagt, der Deluxe kostet derzeitig im Vorverkauf 119,90 €. Da haben wir Produktkategorien drin von Müsli, Snacks und Zubehör und einen zusätzlichen 10 € Gutschein. Und man kann dann praktisch hier dann schon schauen, bei Achtung, Spoiler, sich die Produkte anzeigen lassen als Bild und dann praktisch unten steht dann auch noch der Text dazu, welche Produkte es sind, wie My Müsli to go, Choco Brownie. Ne? Das ist dann hier dieses Bild. Ja. Ne?
Kann tatsächlich zu meinem Müsli nicht sein. Hatte noch nie was von der Firma. Den kann ich euch nicht sagen, wenn, weil diese Müsli sind ja schon sehr teuer, ob sich der Preis lohnt. Das kann ich nicht sagen. Ich finde aber die Mischung, die wir haben, schon ganz schön lecker. Das sieht wirklich sehr ansprechend aus. Kann jetzt aber wirklich nicht sagen, nur weil es gut aussieht, ob es dann auch gut schmeckt. Also auf jeden Fall haben wir hier dann auch Tee enthalten. Der nächste Kalender ist was für die ganz teuren Leute unter uns. Der Swarovski Adventskalender. Und da habe ich tatsächlich schon gesehen, dass die YouTube macht Malwanne sich den gekauft hat und ab den 1. September gibt, also auf jeden Fall ab September gibt es dann bei ihr auf dem Kanal wieder Unboxings und sie zeigt auch wieder dieses Jahr den Swarovski Adventskalender. Man kann aber schon den Inhalt sehen. Wir haben diesmal keine Disney-Motive, sondern wir haben diesmal Baumanhänger, ja? Oder Glasfiguren zum Hinstellen. Man sieht das hinten drauf, welche, ne, was das genau für Sachen sind. Beziehungsweise hier werden sie auch nochmal dargestellt. Wie gesagt, Baumanhänger und Glasfiguren zum Hinstellen. Ja, ich kenne die Swarovski-Sachen. Die sind echt toll. Aber der Preis dafür, gut ab, Leute, ne? Und das ist natürlich niedlich. Guckt mal, man kann ja hier, man hat ja hier diese einzelnen Figuren und dann kann man die zusammen wie so einen Zug machen. Das ist ja natürlich richtig niedlich gemacht. Aber das, da braucht man das entsprechende Kleingeld dafür, oder Leute? Den würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Weiß nicht, woran es liegt. Passend dazu haben wir auch für Männer einen teuren Kalender. Auf den ersten Blick sieht man jetzt dazu noch nichts. Und tatsächlich müsste man sich, und der ist schon ein bisschen länger jetzt hier erhältlich, auf dem WhatsApp-Channel irgendwie anmelden. Fragt mich nicht, ich kenne diese Seite nicht. Aber eine von diesen Felgenuhren garantiert im 24. Türchen. Das heißt, so sieht der Kalender aus und da ist irgendwo eine Uhr, also im 24. ist eine Uhr enthalten. Kann euch aber nicht sagen, was wir sonst noch hier drinne haben in diesem Adventskalender. Man sieht ja, wer diese Kalender so supportet, auch hier oben. Das ist, denke ich mal, was schon für Männer. Es ist auf jeden Fall auch für Frauen geeignet, das möchte ich nicht sagen. Aber geht eher so, ne, wenn man so schaut, eher in die Richtung Mannes, der ein bisschen mehr Geld hat und sich dann sowas kaufen möchte. Und wie gesagt, ich kann euch den Preis nicht sagen. Ich denke mal, das ist schon hochwertig. Wenn man schaut nämlich, wie teuer dort bei denen eine Uhr ist. Also, ich habe mal drüber geguckt. Also es gibt halt diese günstigeren Uhren. Ja. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was wir noch in diesem Kalender haben. Frauenuhren haben sie auch. Ne? Also so ist es nicht. Wer Uhren mag und die Marke kennt, der ist hier gut aufgehoben. Ah, der kennt den wahrscheinlich schon. So, von Picmondo hatte ich bereits einen Kalender gezeigt, einen Diamond Painting Adventskalender. Der war aber anders geschaltet. Wir haben jetzt hier für einen sehr teuren Preis, wie ich finde, ein Bild-Adventskalender. Das heißt, wir haben hier dieses Bild, ne, sehr schön gestaltet auch und alles und auch hier die Legende und so. Es sieht alles toll aus, ne?
Und Limited Edition und so weiter. Zusätzlich halt die Farben, die Steinchen, ist ja klar, Wachs, Aufbewahrungsbox und Pinzette und aber €99,97. Also ich habe jetzt schon in meinem Leben, ich habe ja mit Diamond Painting angefangen, als es hier in Deutschland aufkam, also 2014. Nee, es war davor. Doch, nee, 2014 rum war das. Also Ewigkeiten, wirklich schon. Das ist ja jetzt mittlerweile schon Ewigkeiten, 10 Jahre dann schon. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Ich müsste genau schon, wann es war, aber so um die Drehe. Und habe so halt einige Adventskalender durchgemacht, von sehr, sehr billig hergemachte, von günstig, aber sehr gut, bis so ein bisschen teurer. Deswegen, ja, das muss aber, wie gesagt, jeder für sich wissen und wer die Marke vielleicht mag, ne? Er findet vielleicht hier einen sehr schönen Kalender, wo man jeden Tag ein so ein Kästchen dann machen kann. Aber das muss jeder für sich wissen. Also für mich, wie gesagt, ist der wirklich teuer. Okay, ein anderer Adventskalender mit Diamond Painting. Ja, das ist natürlich. Manche Sachen haben halt ihren Preis, ne? 159,95 €. Ein Bild, Vollbild, eckige Steine ist dabei. Und viele weitere Sachen, Zubehör. Ne? Verschiedene Größen von diesen Papiertüten. Also wie gesagt, ein Fü Vollbild mindestens. Also ja, mindestens. Genau, ein Vollbild mindestens. Ob dann noch andere Sachen, also wie gesagt, ich schreibe größtenteils Zubehör. Ja, aber vielleicht hat da jemand dran Interesse. Weiter geht es mit Gaming, aber der andere Art von Gaming und zwar die bequeme Art des Gaming und zwar gibt es einen von dieser Firma, die habe ich euch auch letztes Jahr gezeigt. Gamewares, die haben jetzt 4 verschiedene Adventskalendergrößen. Das ist hier die größte Variante mit den Sitzsack und diesen Fußstütze. Ne? Produkte im Wert von über 260 € UVP enthalten. Also das heißt, der Preis ist ungefähr das, was man auch hat. Man kann hier auch verschiedene Farben dann für die Umrandung nehmen. Der restliche Teil bleibt natürlich grau. 4 spannende Gaming-Gadgets und Leckereien. Enthält ein Klassik-Sitzsack-Bande nach Wahl. Jo. Weiter gibt es für die ersten, aber derzeitig, wie gesagt, nicht bald wieder auf Lager. Jetzt vorbestellen, heißt ja auch denn. Ne? Das heißt, wir haben hier 4 Türchen, ne, 6 Türchen, glaube ich. Adventsbox, genau. Wahrscheinlich eine dann noch für Nikolaus. Hier steht es ja 4 spannende Gaming-Gadgets und Leckereien. Ich habe da, wie gesagt, auch noch nicht bestellt. Ich kenne diesen Kalender jetzt auch nicht. Ja, aber man hat halt hier einen Sitzsack noch dazu mit Fußstütze. Und dann haben wir praktisch noch die BL-Variante. Das ist der kleinere, da ist nur der Sitzsack dabei. Da seht ihr also schon preislich, was ungefähr diese Fußstütze kostet. Und dann haben wir noch eine kleinere Variante. Da haben wir ein Gamer-Pad. Das ist so eine, also wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Sofa oder im Bett liegt, dass man dann so der Arme so eine Stütze hat. So ein Schaumstoff halt. Also man kann halt dann hier auch einen Füllstoff wählen, ob man Polyester haben will.
Macht tatsächlich auch einen Preis aus, oder diese Kügelchen. Also das darf man sich selber auch noch auswählen. Und da haben wir fünf spannende Gaming-Gadgets und Leckereien enthalten. Die Türchen können an den Adventssonntagen, den Nikolaustag und Heiligabend geöffnet werden. Allerdings ist die nötige Selbstbeherrschung erforderlich. Ja, also wer dann sagt, oh nee, so ein Sitzsack ist nichts für mich, aber das andere interessiert mich schon, der kann dann diese Variante wählen. Und wir haben aber noch eine letzte Variante mit der Classic Black Variante. Also praktisch dasselbe, was wir gerade schon gesehen haben, ne? Bloß, dass wir hier noch so eine Halterung für Getränke haben, Snacks, Fernbedienung, Handy, wie auch immer. Und ich glaube, das ist sogar für mehr Leute geeignet als dieser Sitzsack. Gut. Dann haben wir den Bookish Adventskalender Buchtyp Hardcover ab den 31.10. zum Versenden bereit. Wenn ihr laut draußen Geräusche hört, da sind irgendwelche Idioten wieder unterwegs, wenn die Hitze den Leuten nicht bekommt, dann machen sie Krach. Bitte das zu entschuldigen. Also, wir haben ein XXL Book Journal und 23 Bookish Merch Artikel für alle BuchliebhaberInnen. Darunter sind eine Buchvase, fragt mich nicht, was eine Buchvase ist. Kerzen, Socken und vieles mehr mit einem Gesamtwert des Kalenderinhalts von 280 Euro. Was erwartet dich? Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein kleines literarisches Highlight, das sich in eine neue Reise durch fantastische Geschichten, inspirierende Zitate und zauberhafte Buchaccessoires mitnimmt. Von handverlesenen Buchmarken über exklusive Leseproben bis hin zu stilvollen Notizbüchern. Unser Adventskalender bietet eine vielfältige Auswahl an Überraschungen, die deinen Lesespaß steigern. Jo. Ich glaube, sowas hatten wir auch noch nicht. Also das ist, denke ich mal, schon ein. Also ich muss sagen, das ist mal was anderes als die Standard-Adventskalender. Ja, davor hatten wir auch schon was Besonderes, aber ich finde hier, das finde ich tatsächlich, das finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen. Also, ja. Also ich finde es gut. Es ist mal, wie gesagt, was anderes. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man sich das mal anschaut. Gut. Okay, der nächste Kalender war letztes Jahr bei den Leuten sehr umstritten. Viele waren extremst enttäuscht über diesen Kalender. Und jetzt sagen sie, sie haben etwas besser gemacht. Und zwar haben wir diesmal in den Juwelkerzen-Adventskalender 19 Duftkerzen mit einer beeindruckenden Brenndauer von insgesamt 300 Stunden. Es gibt jetzt 20 Euro Early Bird Rabatt. Und also der Kalender enthält jetzt mehr Duftkerzen im Glas als je zuvor und ist jetzt erhältlich für 129,95 €. So, also wir haben echt exklusive Kerzen, Accessoires und hochwertige Schmuckstücke. 19 Duftkerzen, einschließlich einer Half-Size-Kerze mit Schmuck im Inneren. Düfte wie Lebkuchen, Orange, Plätzchenduft. Und wir haben hier praktisch den Schmuck, so wie der aussieht. Und wir haben hier praktisch dann so ein Gestell, wenn man die Kerze drunter stellt und auch so eine kleine Glaskerze. Sieht man ja, die ist handgroß, also handflächengroß. Dann dreht sich das durch die Wärme. Ne? Ja, man kann sich hier auch ein kurzes Video angucken, Ton ist aus. Man sieht nicht viel in dem Video, das muss ich auch dazu sagen. Und ja, so ein bisschen was wird nochmal gezeigt, was wir aber in den Bildern jetzt schon gesehen haben.
Also vier sieht man, wie gesagt, nicht. Ja. Aber das muss man sagen, sie haben definitiv was gegen die Kritik getan, dass zu wenig Duftkerzen enthalten sind und haben jetzt für einen fairen Preis dann Kerzen hineingetan. Ja, also da muss ich sagen, Hut ab, ausgelernt. Nun musste noch der Duft passen. Also ich bin mal gespannt, was die Leute, wenn sie dann ein Unboxing zeigen, was sie dann zu diesem Kalender wollen. So, nun kommen wir zu einem oder den ersten Parfümerie-Adventskalender in diesem Jahr. Und da ist es tatsächlich so, der ist tatsächlich aktuell wieder ausverkauft. Er war kurzzeitig, also er war vorhanden, alle haben sie ihn gekauft. Einige haben schon Unboxings auf YouTube gezeigt. Dann war er ausverkauft. Dann war er wieder möglich zu verkaufen. Und jetzt ist er wieder ausverkauft. Also, er kommt rein, er geht, er kommt. Abwarten. Vielleicht kommt er noch mal. Ich habe aber fast die Vermutung, dass es jetzt schon der zweite Schwung war und dass man dann jetzt auch sagt, nee, der kommt bestimmt jetzt. Ja, dass da jetzt bestimmt jetzt nicht mehr unbedingt was kommt. Ja. Aber 64,95, ne? Wir haben also einen Preis, der nicht gerade ohne ist. Und man muss halt sagen, man hat in diesem Kalender nicht unbedingt also Vollgrößen. Vielleicht bei einer Bodylotion oder so mal dabei. Sonst haben wir solche Miniaturen. Ich zeige euch mal, was ich darunter meine. Haben wir es denn? Hier eine Miniatur zu haben. Ich schau kurz. Ja, ich habe hier eine. Und zwar habe ich hier zum Beispiel ein Yves Saint Laurent Mascara. Ne? Das ist halt, wie man sieht, eine kleine Größe. Oder man hat dann sowas hier zum Beispiel vielleicht drin. Solche kleinen, so einen kleinen Lippenstift von Chanel. Oder man hat solche kleinen Düfte drin, ne? Also das ist jetzt eine Mini-Duftgröße. Vielleicht zeige ich euch mal eine andere, zeige ich euch die. Ne? So eine Miniatur. Einige hatten, ich glaube, drei oder vier Miniaturen enthalten. Wie gesagt, dann hatten wir noch vier hatten von Clorant, so ein Reiniger. Was war noch drin? Klinik war eine Mascara drin. Ja, also so Reinigerprodukte, ne, solche kleinen Sachen. Und Accessoires, da war eine Pinzette zum Beispiel noch mit drin. Und einige hatten so ein kleines Täschchen oder so ein von Valentino so ein komisches Armband. Das war komisch. Ich verfolge aktuell sehr Preisfehler und bin deswegen immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob sich denn so ein Kalender für mich lohnt. Weil zum Beispiel, ich habe mir hier so eine Vollgröße von diesem, ne, von der Marke Gorilla. Ich kann die Marke nicht mehr aussprechen, es tut mir leid, ich fand den so schön, weil ich den unbedingt haben wollte. Diesen Lippenstift, Leute. Verzeiht mir, dass ich manche Wörter nicht richtig kenne. Ich wollte unbedingt, ich wollte eigentlich eine andere Farbe haben, aber die war da nicht mehr erhältlich. Dann habe ich die bekommen und der Normalpreis liegt bei über 40 Euro und ich habe nur 13 Euro bezahlt. Und dann denke ich mir, dann ist das vielleicht eher was für mich, in die Richtung zu gucken, als mir so ein Parfümerie-Adventskalender zu kaufen. Also sagt mir mal bitte eure Meinung. So einen Parfümerie-Adventskalender gibt es ja noch andere von Parfümerie Bäcker zum Beispiel, den hatte ich letztes Jahr. Oder den, ob ihr dann lieber solche wie jetzt hier, die mich da hinten gerade, ist ein bisschen irritierend.
Ob ihr dann lieber sagt, wie ich so Preisfehler in die Richtung, ob das denn klüger ist, dass man dann vielleicht solche großen Größen bekommt. Also ich mag die kleinen Sachen auch, ja. Passt super in mein kleines Drehregal hier. Aber ich muss sagen, manchmal dann vielleicht doch lieber so eine große Größe. Sagt's mir einfach mal, was ihr davon haltet, von diesen Parfümerie-Adventskalender, wo oft Not-for-Sale-Produkte enthalten sind. Immer aber zum Teil, ne? Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Parfümerie-Adventskalender, wo man sich schon mal anmelden kann. Gleich hier per E-Mail reservieren. Kostet 69 Euro plus 5,90 € Versand. Und ja, da sind dann halt verschiedene Marken in drin. Estée Lauder, Yves Saint Laurent, Chlorine, Shiseido, Sensay, Shiseido. Und dann halt Mini-Lippenstift, Luxus-Duschgel, Body-Lotion, Parfüm-Miniatur und so weiter und so fort. Da sind wir wieder mit, ne, ob sowas sich lohnt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es euch nicht. Bin hin und her gerissen, ich sag, wie es ist. Ich hatte letztes Jahr, wie gesagt, den Parfümerie Bäcker Adventskalender und ich war so, also ach so, oh, Miniatur klein hier. Aber am Ende, ich hatte dieses kleine Mini-Miniatur und die ist so schön und der Duft ist so toll. Und dann denke ich mir so, vielleicht hat sich's doch gelohnt. Weil ich habe jetzt einige Produkte von denen aufgebraucht und muss sagen, die sind schon toll, ne? Wenn es nur solche kleinen Größen sind, so an in der La Mer Feuchtigkeitspflege. Aber schwierig, Leute. Ich würde sagen, schwierig, ne? Sagt mir, wie sagt mal eure Meinung zu den Kalendern. Nun kommen wir zu den, ich vermute, ersten Kalender, den es bei Food Vibes gibt, weil letztes Jahr gab es ja auch noch mehrere von denen. In Kooperation immer mit irgendeiner Influencerin. Oder bei Lena Gerke würde ich jetzt nicht Influencerin sagen, sondern eher Unternehmerin. Auf jeden Fall haben wir von Sarah Harrison, ich weiß nichts über sie. Aber wir haben hier einen Kalender, der ab Ende September verschickt wird. 300 Euro Warenwert, 89,90 € kostet. Tatsächlich kann man aber schon mal schauen, was der Inhalt ist. Und da haben wir, also wenn ich die Produkte lese, da stehen ja keine Marken dahinter. Also ich weiß nicht, welche Marke es sein wird. Aber wenn ich die Produkte lese, denke ich mir so, puh, und dafür 89,90 € für ein Squanchy. Puderquaste. Hairclip. Avocado-Gewürzsalz. Ein zuckerfreier Kaugummi mit Apfelgeschmack. Leute, das sind die ersten Produkte, die ich hier lese und ich denke mir als erstes so, und dann 89,90, das müssten ja sonst sowas für Marken sein, dass man da auf so einen Preis kommt. Knusper-Müsli mit Quinoa und noch anderen Sachen, also ein Knusper-Müsli, eine Instant-Soße, wo Kokosnuss, Rohzucker, Currypaste und so enthalten ist. Eine Pesto-Soße mit Basilikum, eine Tonerde-Maske 60 Gramm. Eine Lippenampulle, eine Mascara, eine Handcreme, Badekristalle, Lippenkonturstift, ein Blush, eine Hitzeschutzcreme, falsche Wimpern mit Kleber, ein Körperspray, Lippenmaske, Handseife, also eine kleine 37 Gramm, das ist wahrscheinlich wirklich so eine. Also so ein Stück Seife, ne? Eine Stück Handseife. Haarpflegeöl, Augenpads, ein kleines Parfüm, 10 Gramm. Da könnte man anhand der Inhaltsstoffe bestimmt rausfinden, welche Marke es ist.
Und ein Soft Cleansing Make. Ja. Wir haben ein, also der Gesamtfüllwert, so wie man scheint, soll 1 Kilo sein. Also über ein bisschen mehr als 1 Kilo. 89,90 finde ich das, was ich hier lese, erstmal teuer. Weiß aber, wie gesagt, nicht, welche Marken dahinter stecken. Da sind wir halt ja wieder, ne? Ob ich jetzt hier eine Lippenkonturen Pflege von Estée Lauder bekommen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß ja jetzt nicht, welche Marken dahinter stecken, also ob dieser Preis gerechtfertigt ist. Hier ist es so ein auf blauen Dunst kaufen. Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich viele Drogeriemarken drinne haben. Das steht ja nicht dabei. Also im schlimmsten Fall ist hier dann Drogeriemarken enthalten. Also hier stehen drei Firmen dabei. Eulur London, Real Techniques und Mein Sameon. Ihr sagt Premium-Marken 300 Euro. Ja, also, also hier, das sind diese, das ist für eine Realtechnik, diese Puder, ne, diese Puder-Puffs. Die Wimpern. Und von Samyon dieses Soft Cleansing Milk. Hier unten stehen jetzt die Marken drin. Ja, also wie ich sagte, man muss jetzt Drogeriemarken, also ja, es ist jetzt hier zum Beispiel Kneipp drin. Juti, ne? Schäbens. Wisst ihr, was ich meine, wo ich hinaus wollte? Bilou. Wir haben jetzt aber auch noch, wo ich wirklich sehe, teure Marken drin. John DeArcel, Rosenthal. Ja, Matt Maske, das mögen viele gar nicht, weil das so oft in irgendwelchen Kalendern war und dann den Preis so extremst hoch gemacht hat, wo man so denkt, oh, muss das sein? Zentier sagt mir gar nichts, die Marke. Biroutine, das wird die, das Lippen, dieses Lippenöl sein. Und ja. Ich sehe jetzt aber trotzdem diesen Preis nicht. Sehe aktuell, wenn ich diesen Kalender und die Marken sehe, sehe ich den Preis jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Also, ja. Asa Beauty werden diese Haarklammen sein, diese Haarclips, was drinne stand. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir sehen jetzt hier 20 Produkte. 20. Dann ist ja die Marke noch drin. 21. Die haben wir schon und die haben wir auch schon. Nee, ja doch. 21 Marken sehe ich hier. Also, ja. Mag vielleicht gut sein, aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass der sehr teuer angesetzt ist. Also, da gab es immer mal noch 10 Euro Rabatt und so Angebote. Schaut da einfach bei den Influencern vorbei. Wie gesagt, die haben manchmal noch einen Rabatt, dass der noch mal ein bisschen günstiger wird. Und vielleicht ist er dann eher sehenswert. Aber nur vielleicht. Und vielleicht kommt noch von jemand anders ein Influencer-Adventskalender raus, von auch also hier bei Foodvibes dann zu finden. So, wir haben einmal Werbung geguckt, finde ich ja toll. Schwarzwaldratio schickt uns in die Werbung. Wir haben auch wie letztes Jahr wieder einen Schwarzwald-Adventskalender und tatsächlich gab es letztes Jahr auch Unboxings dazu. Schaut da mal rein. Fand ich sehr cool. Der Kalender kann dann für 99,90 € vorbestellt werden und hat einen Warenwert von über 200 Euro. Ne? Er hat 6,5 Kilogramm Gewicht.
Es ist ein richtig großer, also auch so wie bei den Brandnuss-Sachen, bloß ich gehe von aus, hier haben wir sogar ein bisschen mehr Gewicht drin. Über 40 große und kleine Präsente hinter 24 Türen und alles halt so Unternehmen aus der Schwarzwaldregion. Und halt ab, man kann sogar gewinnen, was hier mit dem goldenen Ticket. Ne? Ja. Wer das macht, also schaut da, wie sagt man, so ein Unboxing zum von letzten Jahr, fand ich sehr interessant. Ne? Also wer sagt, das ist meins, vielleicht Schwarzwaldliebhaber. Ja, kurzes Laden. Wir haben auch wieder von Vogue, oder wieder, ich habe den, glaube ich, letztes Jahr gar nicht mit drin gehabt, aber Vogue hat auch einen. Ich weiß aber nicht, ob er nach Deutschland geliefert wird. Das kann ich euch jetzt hier tatsächlich nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, was der Inhalt sein wird. Ich weiß nur, Leute, es wird teuer sein, aber vollständiger halber habe ich ihn mit hinzugetan. So, okay. Gehen weiter mit den Dick. Guster Adventskalender. Jetzt haben wir auch endlich den mit dabei. Warenwert über 60 Euro für 44,99 erhältlich. Und da kann ich euch auch nur Influencer so ein bisschen ans Herz legen, denn die hatten letztes Jahr tolle Angebote wo gefunden, dass es den noch mal günstiger gab. Wir sind hier bei den ähnlichen Preis wie von Brandnews. Die sind ja beide Firmen sind schon recht ähnlich, auch mit den inhaltsmäßig. Wir haben nur diesmal zwei hier auch. Also, ne, wir hatten sonst immer nur einen, diesmal haben wir zwei. Und zwar einmal den klassischen, würde ich sagen, für 60 für 60 Euro Produkte. Und internationale. Ich habe keine Ahnung, man kann hier auf jeden Fall irgendwie den sich in Warenkorb tun. Ich. Ja, man sieht hier den Inhalt von den letzten Jahren. Ihr sagt, das ähnelte auch so ein bisschen, was man so bei Brand News oder Nizzeria erwarten kann. Ja, aber wir haben tatsächlich noch keine Inhalte von diesem Jahr. Kein Spoiler, nix. Also, das wollte ich nicht. Jetzt darf ich es nochmal neu laden. Ja, wie gesagt, schaut da einfach mal. Vielleicht wolltet ihr den euch bestellen, weil ihr den immer schon hattet oder, ne? Vielleicht sagt ihr, ah, letztes Jahr fand ich den besser als den von Brand News. Und dann habt ihr hier vielleicht schon einen, der euch mehr zusagt. Guti, weiter geht es mit einem Spoilern. Moment, ich mache mal kurz Pause. Bei den Spoiler will ich euch anders zeigen. Fällt mir gerade ein. So, da bin ich wieder zurück und da habe ich einen Spoiler für euch. Den habt ihr definitiv so noch nicht irgendwo gesehen. Und zwar habe ich ein exklusives Bild gefunden von den Virtual Adventskalender von diesem Jahr. So wird er aussehen, der große. Wir haben aber, wie ich sehe, wurde schon deutlich an Pappe gespart. Das heißt, die Häuser. Da kann man auf einmal durchgucken. Die sind nicht mehr wie sonst so durch, sondern man kann auf einmal durchgucken. Man kann von den einen Hausdach über das andere zwischendurch gucken. Also das muss ich sagen, finde ich jetzt uncool. Wir haben auf jeden Fall Brücken noch jetzt dazu, die ohne Sinn sind. Ja, auf jeden Fall, das wird. Ich gehe davon aus, das wird der sehr, sehr große sein, der am teuersten ist. Aber dazu kann ich euch, wie gesagt, kein Bild geben. Das ist jetzt hier nur für euch eingeblendet, dass ihr es mal gesehen habt. Und es gibt bei der Virtual-Seite tatsächlich auch, ja, ich werde mal hier wieder rauszoomen. Sehe ich gerade.
Genau, jetzt bin ich wieder bei 100%. Tatsächlich ein Countdown, bis es soweit ist und ihr diesen dort bei Rituals kaufen könnt. Ne? Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir wissen nur, dass es ja hier eine, dass man es nicht verpasst. Dann, wenn es soweit ist, kann man sich dann praktisch den wieder angucken. Und es war tatsächlich so, dass auf der Webseite, sobald er erhältlich war, auch immer angezeigt worden ist, welcher Inhalt denn drin ist. Genau. Und da sieht man in diesem Video, was da läuft, tatsächlich im Hintergrund auch den ich euch gerade schon gezeigt habe. So ein Duschschaum ist wieder drin. So ein Raumduft ist enthalten, eine Bodylotion. Also so ein bisschen Spoiler ist schon mit dabei. Jo, also Leute, an Virtuals-Fans, bald ist es soweit. Und nun, Leute, der absolute Spoiler von mir. Keiner, also den ich folge, haben diese jetzt bei Rossmann entdeckt. Es ist soweit, Leute. Nein, man kann sie noch nicht vorbestellen. Sich angucken. Ich vermute aber tatsächlich, sind das nur nicht alle. Denn auf der folgenden Seite fehlen die Kalender von Essence und von Catrice. Und es fehlen die Rossmann Eigenmarken Adventskalender. Wir haben hier die Adventskalenderseite 2024 von Rossmann. Ja, es ist soweit. Sie haben sie jetzt auch aktualisiert. Und ich sage euch vorab, es ist tatsächlich nur ein Isana-Adventskalender, also wird hier gezeigt. Wir sehen auch dort schon den. Wir wissen noch nicht den Preis, aber wir sehen von den Isana-Adventskalender den Inhalt, Leute, ganz exklusiv hier bei mir. Juti, also ich habe jetzt hier die Kategorie alle. Wir machen Sortierung nach neu. Das ist eigentlich vollkommen wurscht und gehen nach unten. Ich mache dann den Tab auf für den Isana, zeige euch aber alle. So, wir haben wieder Naschsachen. Wir haben den Hypoallergenic Adventskalender auch schon hier. So wird er aussehen. Design gefällt mir sehr gut. Also es müsste vom ähnlichen Boxendesign sein wie die von. Also okay, entweder ist es so Richtung Pinkbox von letzten Jahr oder der von Isana Selfcare von letzten Jahr. Gut, wir haben wieder Feinkost und Gewürze, den gab es aber auch schon letztes Jahr, der ist nicht neu. Wir haben wieder Queen Door Naturkosmetik. Wir haben den John und Lane Adventskalender, aber die haben sie auch selber auf der Website und ich habe mir euch auch schon angeteasert. Wir haben hier einen Nusskalender, wir haben für Katzen und Hunde. Wir haben den Heinz Adventskalender. Der ist auch neu, Leute. Diesen gab es auch vorher nicht. Heinz Ketchup Adventskalender, den schauen wir uns einfach auch mal mit an. Wir haben neuerdings auch Adventskalender, die gab es vorher so auch noch nicht. Und diesmal ein rund ums Auto und Backen im Advent. Also da hat jetzt gesagt, Rossmann, die packen wir mal mit dazu. Gut, Theodor and Friends Kosmetik Adventskalender von Niki, den gab es tatsächlich auch letztes Jahr. Dann hier von Vitakraft für Hund und Katze, verschiedene Spielzeug Adventskalender. Wir haben die von Kosmos für Kinder Adventskalender. Die Lind Adventskalender sehen auch recht ähnlich aus zu letzten Jahr. Nidecker, Mattel, Lego. Dann haben wir ganz exklusiv auch hier die Yankee Candle Adventskalender, also einen großen und einen kleinen. Also der kleine hat immer Teelichter enthalten und der große hat dann solche kleinen Stumpenkerzen noch mit drin. Nicht nur, aber mit. Der Essie Adventskalender ist drin, der Shopping Queen Adventskalender. Ich packe mal die beiden noch mit dazu. Dann
haben wir uns die ja auch schon angeschaut, den L'Oréal Paris, den großen und den Mini-Adventskalender. Und wir haben, pass auf, Leute, ein Stollen-Adventskalender. Ja, das gab es auch noch nicht, ne? Dann haben wir den von NYX. Den haben wir auch schon gesehen. Wir haben wieder hier für Kinder-Adventskalender und dann auch noch Kinder. Wir haben wieder den von Puka, den Tee-Adventskalender. Ganz exklusiv der Revolution-Adventskalender. Der Cooper Tee-Adventskalender ist tatsächlich, den gab es auch letztes Jahr. M&M's ändert sich auch immer. Hier jetzt ganz exklusiv der Isana-Adventskalender. Da ist er. Diesmal nicht in Pink wie letztes Jahr, sondern wir haben hier ein grünes Design. Die Three Bears Adventskalender werden hier auch vorgestellt mit Porridge. Wir haben den Koro, den Enna Bio Adventskalender und den Enna Bio Winterkugel. Wir haben hier nochmal ein Essie Adventskalender. Wir haben den Maybelline New York Adventskalender klein und groß. Und die gab es ja auch schon letztes Jahr. Und die M. Asam Adventskalender, die habe ich euch ja auch schon gezeigt, dass man die vorbestellen kann. Hier kann man tatsächlich auch dann schon den Inhalt sehen, wie bei den Maybelline. Das war bei einem ja schon zu sehen, was der Inhalt ist. Dann den Seeberger. Wir haben wieder ein Funny Frisch. Wir haben Nidecker. Wir haben den Manhattan. Da konnten wir noch keinen Inhalt sehen. Dann wieder Smile Cosmetics, also diese günstigen, ne, Marken. Und dann wiederholen sich, haben wir keine neuen mehr. Steht jetzt 2023. Eine Sache, wenn ihr auf diese Seite geht, lasst euch bitte nicht beirren. Es steht ja da bald, ne, demnächst lieferbar. Hier der Marmeladen-Adventskalender ist zum Beispiel auch neu. Hier steht 2023, der Kneipp ist von 2023, aber hier bei Nivea steht 2024. Das Design ist aber, oder der Inhalt, den wir hier sehen, der von 2023, das wurde noch nicht aktualisiert. Lasst euch also da noch nicht beirren, da ist der noch nicht aktuell. Genau, also wie gesagt, Rossmann hat die jetzt gezeigt und wir sehen ja hier auf dem Bild auch noch die von Essence, beide, die es da gibt. Und die sind tatsächlich, ja, wie gesagt, noch nicht hier mit in der Liste drin. Ich glaube, das hat auch einen guten Grund. Ich glaube, Essence hat da, wie auch Catrice gesagt, die packen wir bitte noch nicht auf die Webseiten. Ne? Also Rossmann hat jetzt Adventskalender geleakt. Und wir fangen an. Ich habe ja jetzt hier meine Tabs aufgemacht mit den von Hypoallergenic. Und da gab es auch letztes Jahr genug Unboxings von diesem Kalender, was man hier so erwarten kann. Inhalt steht drin: Lipscrub, Lippenserum, ein Lippensel, also ein Lippenstick, also von Lippenpflege und dann von Kosmetik. Wir haben hier ein Kollagen, Serum und Primer. Wir haben hier Nagellack und Nagelpflege. Ja, Inhalt ist schon zu sehen. Weiß noch nicht, ja. Also wir wissen nicht, wie teuer er sein wird, aber der ist neu. Weiter geht es mit Green Door Adventskalender. Da sehen wir, so sehen die Türen aus und ein bisschen was steht da schon dabei. Sonst haben wir auch hier wieder den Inhalt stehen und wie viel Milliliter enthalten sind. Also kleine Größen, ein Fußbalsam, eine Kakaobutter, ein Gesichtsreiniger, eine Hyaluroncreme, ne? Finde ich gut, dass die Inhalte dabei stehen. Ob die Produkte was taugen, ist dann aber was anderes. Dann John und Len ohne Gedöns. Wir haben hier interessanterweise ein kleines Bildchen, ne, wo man sieht, wie die Produkte aussehen. Ich glaube, das ist auch so die einzige Möglichkeit, um das rauszufinden. Ich zoome mal an mich ran. Also wir haben hier zum Beispiel ein Armband. Wir haben ein porenverfeinerndes Serum, eine Handseife, ein Scrunchie, ein Duschgel,
Eine Lockencreme zum Beispiel. Also wenn man ein bisschen seine Augen öffnet, kann man den Inhalt sehr gut sehen. Also einfach ein bisschen. Und dann wisst ihr, welche Produkte in den John und Lehn Adventskalender enthalten sind. Dann habe ich ja gesagt, hier, wir schauen uns mal Heinz an. Ja, ihr seht, das sind kleine, solche kleinen Dinger hier. Ein bisschen, ein paar kleine Gläschen gibt es auch mit 33 Milliliter, aber viele Sorten doppeln sich. Wir haben zum Beispiel auch dreimal den Tomatenketchup von Heinz drin, auch Senf zweimal. Jo. Also Tomatenketchup haben wir dreimal in 34 Milliliter Gläsern und Tomatenketchup zweimal in 25 Milliliter Dippot. Also, ich will gar nicht den Preis dazu wissen, Leute. Ich glaube, das lohnt sich nicht. So, dann haben wir hier diesen rund ums Auto Adventskalender. Oh Leute, das ist so ein billig. Ah, oh, ja, Handelshaus Huber Kolle Lebensmittel GmbH. Schokoladenverkehrszeichen, USB-Lampe, eine Warnweste. Also Leute, ich sag, wie es ist. Kauft euch ordentliche Warnwesten. Also keine. Die müssen wirklich zertifiziert sein. Also, weil man soll euch ja sehen, wenn ihr einen Unfall habt und ihr zieht die Warnweste an, möchtet ihr gesehen werden. Spart dort nicht am Geld. Also ich weiß nicht, wie gesagt, was man hier erwarten kann. Ja, okay. Dann von Rot. Ach ja, das ist halt hier dieses Handelshaus Huber Kolle. Was er sagt, Rot hat. Also die haben so viele Adventskalender, so viel bei Amazon immer drin. Abwechslungsreiche Backideen. Biosultanin. Eine Bäckermütze. Muffinförmchen Papier. Plätzchen, Ausstecher, Lebkuchen, Mann. Ja, diese Kalender kosten meist wirklich zwischen 20 bis 30 Euro. Also, weiß nicht. Also ich finde die meist nicht gut, die von der Firma. So, Essie. Haben wir hier noch Bilder? Nein. Also wir haben 5 Tierchen in 3 exklusiven Nagellackfarben. Rot, Gelb, Blau. Inklusive Überlack und Unterlack. Also, ja. Dann haben wir den Shopping Queen. Da sehen wir auch schon den Inhalt. Fand ich auch recht teuer für den Inhalt. Also da gibt es doch den jetzt von letzten Jahr noch bei Amazon zu kaufen. Ja. Weiß ich nicht. Dann, das habe ich ja gesagt, den hatten wir noch nicht, den Stollen-Adventskalender. Aber wenn ich erzähle, von welcher Firma wieder Handelshaus Huber Kölle Lebensmittel. Oh. Die Qualität ist halt auch nicht die beste. Das schreiben so viele bei Amazon, bei der Firma. Naja, Stollenkonfekt sind drin und ein Stollenriegel. Also zwischen 20 Gramm bis 80 Gramm. Mag vielleicht ganz lecker sein, aber ich will den Preis auch hier nicht wissen. Also ich gehe davon aus, dass man in den normalen Supermarkt, Discounter günstiger kommt mit seinen Sachen. Oder wenn man mal was Besonderes haben will, auf dem Weihnachtsmarkt. Dort besseres Steuern können. Und es ist frisch. Gut, ganz exklusiv, liebe Leute, der Revolution Adventskalender. Und auch hier sehen wir den Inhalt schon. Wir haben hier also Blush-Highlighter, irgendwelche Sticker, Lippenöl, Lipstick, ne, Lip Liner, Lippenmaske, Lidschatten, und Puder, und Puderquaste und Highlighter und Eyeshimmer und ein Augenbrauengel und so ein, hier, so ein Puffy, ne, für
Make-up. Aha. Ne? Aber da ist auch der Preis meistens immer bei 40 Euro angesetzt, das weiß ich. Aber ganz exklusiv, den gab es bisher auch noch nirgendwo zu sehen. Gut, bevor wir halt zu den Isana wechseln, zeige ich euch erstmal noch die anderen. Da haben wir jetzt hier noch den Three Bears. Also da haben wir vor allem Porridge drin. Oder größtenteils, also eigentlich nur Porridge. Ja, ich glaube nur Porridge. Also einer Kakao oder mit Zimt. Aber die Größen sind 50 bis 55 Gramm. Das sind jetzt auch nicht die größten Packungen. Und wer günstigen Porridge sucht, also auch einmal Packung Porridge, der ist bei Hof ganz gut aufgehoben. Bei der Firma Hof. Und die haben auch ganz viele schöne Sorten an Porridge. Super lecker. Und ja, aber wer die Marke hier mag, der kann hier diesen Porridge Adventskalender kaufen. Dann haben wir von Koro den Classic. Das heißt, wir haben noch irgendwo einen anderen. Inhalt haben wir Hafer, Flockenriegel mit Erdnuss und Schokolade oder gefriergetrocknete Bio-Erdbeerscheiben oder Cashewkerne mit Oliven und Rosmarin. Also verschiedenste Produkte aus dem Koro-Sortiment. Preis müsste zwischen, na, letztes Jahr waren wir so bei mal 60 Euro. Ich gehe fast schon bei bis zu 70 Euro aus. Er ist nicht günstig. Günstiger kommen wir dann wahrscheinlich mit den Enna Bio von Rossmann, aber da haben wir meist immer nur so kleine Produkte enthalten. Solche kleinen Tütchen sind das nur. Ich weiß nicht, ob wir den. Also schön sieht er aus. Also er sieht echt hübsch aus. Ja. Okay, da sehen wir also nicht näher, was drin ist. Ich zoome mal ran. Also wir haben zum Beispiel die Bio-Vollmilchschokolade 12,5 Gramm. Wir haben hier Bio-Schoko-Chips gerösteten mit Kakao 25 Gramm. Und Bio-Mandel geröstet tragiert mit Nuss-Nougat-haltiger Bio-Vollmilchschokolade verfeinert mit Bio-Zimt 30 Gramm. Insgesamt 687 Gramm. Und ich gehe davon aus, dass der günstiger sein wird als Koro. Ob der besser ist oder schlechter ist, kann ich aber nicht bewerten. Wir haben dann noch von Enerbio den Winterkugel-Adventskalender. Ich glaube, das sieht man jetzt besser. Karamell-Quinoa-Kugeln 6 Stück, 6-mal Spekulatius-Mandel, 6-mal weiße Quinoa-Kugeln, 6-mal gebrannte Mandeln. 50 Gramm, das heißt, der wird wieder ein bisschen günstiger sein. Aktueller Preislage, ich glaube, ich verschätze mich hier. 7 Euro, 8 Euro. Ich glaube, ich verschätze mich. Der wird bestimmt auch wieder ein bisschen teurer sein. Am Ende, ja, ist alles teurer geworden. Muss man einfach so sagen. So, und dann haben wir noch den anderen Essie-Kalender. Genau. 24 Türchen, farbige Nagellacke und Nagelpflegeprodukte. Ah ja, hier unten steht 10 Mini-Nagellacke, 5 ml, 4x 13,5, 2x Special Effects und ein Expressive Nagellack 10 ml und so weiter. Und Nagelöl, Mini, also Top Coat Gel, Nagelhärte. Also der andere Essie-Kalender. Dann der M.A.-Sam. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wir schon da den Inhalt gesehen haben. Ne? Hier steht er nicht dabei, da steht sie Rückschild. Das heißt, wer ein bisschen wieder gute Augen hat, der kann das hier lesen. Also auf der Webseite natürlich. Ne? Wir haben hier zum Beispiel eine Augencreme enthalten, sehe ich. Dann M.A.-Sam Aqua Intense Supreme Hyaluron Creme. Dann ein Mini-Booster 7 ml. Dann Vino Gold Refreshing Shower Gel Duschgel. Ah, die Größen kann ich nicht lesen. Ja. Also man sieht ja hier so die Bilder. Oh. Ich muss sagen, da fand ich den doch von letztem Jahr besser. Also wir werden hier bestimmt einen Preis von 70 Euro haben. Er hat ja letztes Jahr auch nicht weniger gekostet.
Heißt, wir werden um die 70 Euro mindestens kommen. Ja. Und der Magic Finish Adventskalender, ich muss sagen, beide gefallen mir jetzt so. Ich mag lieber, wenn die auf richtig schön farbig sind. Die sind halt sehr schlicht dieses Jahr. Ja, da werden wir auch um die 70 Euro oder mehr sein. Wir sehen hier Lippenstift. Wir sehen hier eine Stückseife oder was das sein soll. Bin mir gerade unsicher, was die Nummer. Die Nummer 6 vor allem. Was ist denn die Nummer 6? Beauty Sponge Star. Nikolaus, ein Beauty Sponge Star. Naja, gut. Also Lippen, das Magic Finish in der 24. Mir scheint es auch diesmal, dass es eine Vollgröße ist. Ich glaube, im letzten Jahr war es keine Vollgröße. Ich bin mir unsicher, Leute. Ich weiß es nicht. Joa, Nagelfliege ist auch dabei. Und Nagellack. So. Also 70 Euro mindestens. Und zu guter, also zu vorletzt, vielleicht kommt da noch eine, der Manhattan. Wir sehen aber hier den Inhalt stehen. Matte Liquid Lip Color, Multi-Effekt Eyeshadow, Eyeliner, Nagellack, ne? Ein Bronzer, ein Mascara, ein Lipgloss. Also bunt gemischte Produkte von Manhattan. Und nun zu dem, wo ihr alle wohl drauf wartet, der Isana Adventskalender. Wir sehen den Inhalt, Leute. Man kann hier hinten drauf gucken. Ich blätter einfach mal durch. Wir haben ein Waschgel. Wir haben hier die Nägel, ne? So ein Polierblock. Ein Squanchy, Leute. Aber der ist ja mal putzig in diesem Federlook. Ich habe ja immer gesagt, hier von Eurovision Song Contest, der Nemo in seinem Musikvideo, der gewonnen hat, der hatte so einen tollen Fellhut. Und ich fand den so toll, diesen Fellhut. Ich mag das so. Also Fell und Glitzer liebe ich total. Und Leo-Look. Was für eine Kombi. Und da dieser Squanchy hier, dieser Haargummi, also ich weiß nicht, wie gesagt, ist der so telefonkabelmäßig oder ist das so ein einfaches Haarband? Weiß nicht, was für ein Haargummi uns hier erwartet, aber so vom Design her finde ich es schon echt witzig. Also mit diesem Rot dazu, das gefällt mir. Okay, die Produkt, das hätte wegbleiben können. Achso, ich zeige euch das mal. Wir haben in der 24 Gesichtssticker und in der 23 haben wir die 10 Trenner drin, die wir hier hatten. Also zweimal solche Accessoires im Isana Adventskalender hintereinander. Also wer sich das ausgesucht hat, oh Leute, so dumm wieder gelegt, aber okay. Also wir haben hier 10 Trenner. Ein weihnachtliches Motiv. Gut, weiter geht's. Eine Around Cream. Eine Ampulle, das sind diese Gesicht, dieses Diamantensticker, die sind in der Nummer 24 drin, Leute. Ernsthaft? Möchtest du am Heiligabend deinen Kalender aufmachen und dann siehst du die? Weiß nicht, also ich würde mich dann echt verarscht fühlen. Also jeder, der nicht auf den Inhalt guckt, der wird doch so enttäuscht sein von, sorry, wenn ich hier ins Mikrofon geschlagen habe. Der wird extremst enttäuscht sein von diesem Adventskalender. Punkt aus. Also der wird sagen, das hat mich jetzt echt deprimiert. Und ich muss sagen, das finde ich auch nicht gut. Also du hast in der 23 10 drin und in der 24 diese komischen Diamanten hier. Also, Rossmann, also was habt ihr euch dabei gedacht? Gut, weiter geht's. Creme, Peeling, Body Milk. Creme Dusche, Gesichtscreme, Bodylotion, Handcreme, noch eine Ampulle, eine Fußcreme, ein Badebäumchen, das hört sich niedlich an, ein Duschgel, ein Shampoo, Augenpads. Mal gucken, was für Augenpads das sind. Ab und an hat nämlich Isana die aus, das ist so ein Schaumstoff, das mag ich total gerne, ich finde die
Richtig toll. Ich weiß aber, dass viele die nicht mögen. Ja, viele mögen lieber die auf Jelly. Mal schauen, welche Augenpads wir dann haben. Dann haben wir noch eine Tuchmaske, dann eine Haarkur, eine Haarspülung, eine Handseife, ein Knisterpflegebad und das war's. Also, ja. Also ich kann, wie gesagt, auf die Sticker da, für die Gesichtssticker und die Zehen trennen, auch auf den Polierblock auf 3 sichten. Also wie ist die Bezeichnung? Isana Buffer. Nagel. Ja, irgendwas mit Nageln. Also ja, für die Fingernägel. Ne? Das ist ja meistens so ein Schleifblock für die Fingernägel. Ihr wisst, was ich meine. Also. Ganz exklusiv hier bei mir der Inhalt des Isana Adventskalender. Und ich denke, da kommt noch einer. Wir hatten ja letztes Jahr auch mehrere. Also, und das Jahr davor. Ich hoffe, dass da noch was kommt. Ne? Und mal schauen, was dann in den Balea Adventskalender drin sein wird von DM, ob die ähnlich sind. Also wenn wir in den von DM Balea auch 10 drinne haben, dann wird's komisch. Gut, liebe Leute, also ich habe euch jetzt meine Adventskalenderliste gezeigt. Es ist ein langes Video geworden und wie gesagt, wer es nicht gucken will, schaut immer unten rein. Ich packe euch die Links rein. Also ihr werdet bei mir nicht gezwungen, das Video zu Ende zu gucken. Skippt einfach durch. Schaut euch den Inhalt nur an, wenn ich euch zu viel rede. Aber wir müssen über diese Kalender reden. Und es waren tatsächlich dieses Mal wieder viel. Ja, damit mache ich dann auch Schluss mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch ganz exklusiv hier jetzt diese Kalender gezeigt habe. Und ich wünsche euch viel Freude beim Geld ausgeben und ganz ehrlich, es kommen bestimmt noch mehr, die ich euch dann wieder ganz exklusiv zeige, beziehungsweise nochmal auffrischen zu denen, die wir schon bei anderen YouTubern, Influencern gesehen haben, die bei Facebook, Instagram, YouTube geteilt werden. Die packe ich dann natürlich auch nochmal mit rein. Aber am Ende ist es tatsächlich bisher so gewesen, hatte ich auch. Weil ich ja von letzten Jahr immer das übernehme. Also ich schaue praktisch immer von letzten Jahr haben die jetzt wieder dieses Jahr welche. Deswegen, also das überschneidet sich dann immer. Gut, also ich wünsche euch viel Spaß, einen wunderschönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.